Hallo und herzlich willkommen zum Kanal-Update im Jahre 2022, im Februar 2022. Und gute und schlechte Neuigkeiten für den Februar. Der Februar wird ganz im Zeichen eines Spiels stehen. Dazu kommen wir später. Ihr könnt es vielleicht an der Musik im Hintergrund schon erraten. Und diese Woche sieht wie folgt aus. Es gibt noch eine Folge Dyson Sphere Program am 31., also heute. Und die Frage ist, warum kein Let's Play? Ich habe beim Let's Play tatsächlich den Anspruch, dass ich es bis zu einem vernünftigen Punkt spiele, sodass ich zufrieden bin mit dem Spiel. Und das ist bei Dyson Sphere Program mindestens eine Dyson Sphäre zu bauen. Und da es einfach ein paar gute Spiele gibt in nächster Zeit, kann ich das nicht mit Gewissheit versprechen. Und deswegen mache ich einfach kein Let's Play draus. Aber es wird mit Sicherheit, vielleicht zum Release, da sogar mit ziemlicher Sicherheit ein Let's Play zu geben. Also da kommt auf jeden Fall noch was. Ansonsten ist diese Woche ein bisschen normal. Wir spielen Humankind weiter, Surviving Mars läuft weiter und Timberborn. Und am Mittwoch gibt es Distant Worlds 2 anstatt von Captains of Industry. Denn das darf ich tatsächlich nur bis zum 15. zeigen. Und in der nächsten Woche steht die nächste Woche ganz im Zeichen von Crusader Kings 3 The Royal Court. Es beginnt mit einem Preview-Stream am Montag um 20 Uhr. Und wir werden Montag, Dienstag und Mittwoch eine Partie beginnen, die wir dann durchaus auch weiterführen werden. Und wir werden mal gucken, wie weit wir dort kommen. Wir werden auf jeden Fall diese Partie dort beginnen. Das wird eine zusätzliche Partie sein zum Let's Play, was am Dienstag um 18 Uhr startet. Also ich freue mich tierisch auf das Spiel und deswegen habe ich mich auch entschlossen, Surviving Mars, weil das ein Let's Play ist und wir bei Surviving Mars noch nicht bei im Stand sind, dass ich mit Gewissheit für mich sagen kann, wir lassen den Spielstand sein, spielen wir das tatsächlich noch weiter um 14 Uhr. Ansonsten, danach die Wochen bleibt es erstmal so, The Royal Court geht bei mir weiter. Ich finde das DLC mega klasse und ich freue mich, euch das nächste Woche zeigen zu können. Wirklich, ich finde das, also ist wirklich ein ganz tolles Teil, freut euch drauf. Ansonsten gibt es nichts, also nicht sehr viel im Februar Neues. Ich warte noch auf eine ganze Reihe neuer Spiele und ich warte zum Beispiel auf ein Update von Kingdoms Reborn, Builders of Egypt. Also ich habe mit Sicherheit 6, 7, 8 Spiele in meiner Liste, wo ich ein Release-Datum im Februar oder März noch erwarte. Kingdoms Reborn hat seit Ewigkeiten die Beta der Version 06, die ich gerne spielen würde. Das kann ich leider mit der Beta nicht machen, weil andauernd die Save Games defekt sind, also beziehungsweise nicht mehr funktionieren. Deswegen kann ich auch nicht mit einer Beta anfangen mit in dem Spiel. Das möchte ich auf jeden Fall noch spielen. Also es gibt viele Spiele, wo ich noch ein Let's Play plane, aber da kann ich euch nichts genau zu sagen. Und dann eine Frage an euch, ihr Lieben. Es gibt ja dieses wunderbare Spiel, Total War Warhammer 3. Das kommt am 17. Februar raus. Ich habe es bereits in meiner Bibliothek drin, also nicht als Spiel zum Spielen, sondern als Pre-Purchased, dass ich das am 17. Februar freigeschaltet bekomme. Und ihr Lieben, ich würde das abhängig machen von eurer Reaktion. Wenn ihr sehen wollt, und das meine ich genauso, wie ich sage, wie der Strategie-Nerd tierisch dieses Spiel in den Sand setzt und failt, dann können wir das gerne eine Runde spielen. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich tatsächlich nicht zeigen. Also schreibt es gerne rein. Ich bin überhaupt kein Total War Experte. Und das würde tatsächlich ein Spiel werden, wo ich wirklich wahrscheinlich diesen Spielstand tierisch in den Sand setze. Ja, würde bestimmt ganz interessant werden. Es wird mit Sicherheit interessant. So, in dem Sinne, wenn euch das interessieren würde, wie gesagt, schreibt's in die Kommentare. Ansonsten steht diese Woche ganz im Zeichen von The Royal Court Crusader Kings, also zumindest der Februar. Also, macht's gut. Bis zu Crusader Kings The Royal Court, euer Strategie. Ciao, ciao.